Hallo Mama. Hallo Anna. Na, wie war's in der Schule? Ganz gut. Du, Mama? Ja? In der Schule reden alle von dem Coronavirus und dass es gefährlich ist und so. Stimmt das? Was? Sowas erzählen sie in der Schule? Ja, und wir haben hier so ein Zettel bekommen. Da steht was von Händewaschen und so drauf. Was bedeutet das alles, Mama? Ich habe irgendwie Angst. Also Angst brauchst du gar keine zu haben, Anna. Es gibt dieses Virus, ja. Aber es ist wie eine Grippe. Manche bekommen Husten, Schnupfen und Fieber und andere merken davon überhaupt nichts. Wichtig ist, dass du dir ganz häufig die Hände wäschst und viel trinkst. Okay, dann bin ich beruhigt. Später am Abend. Peter schaut Nachrichten. Und nun zu den Nachrichten. Die Zahl der Corona-Infizierten hat sich heute nochmal erhöht. Die Bundesregierung berät sich über die weiteren Vorgehensweisen. Mögliche Schul- und Kitaschließungen werden nicht ausgeschlossen. Es wird empfohlen, an Großveranstaltungen nicht teilzunehmen. Papa, was ist Corona? Heinrich hat heute davon erzählt. Das ist ein Virus, ähnlich wie Grippe. Ach, eine Grippe. Hatte ich letztes Jahr, oder? Ja, Greta, stimmt. Da hatte ich Fieber und Schnupfen. Das war nicht so toll. Nein, krank sein ist blöd. Deshalb müssen wir darauf achten, dass wir uns nicht anstecken, indem wir uns ganz oft die Hände waschen und in die Armbeuge niesen. Okay, ich gehe weiter spielen. Ja, mach das. Am nächsten Tag ruft Peter seine Eltern an. Hallo Mutter, ich fahre jetzt einkaufen. Was soll ich euch denn mitbringen? Wieso? Na, ihr solltet euch doch lieber zu Hause aufhalten, damit ihr euch nicht mit dem Virus ansteckt. Oh Peter, das ist aber nett, dass du an uns denkst. Wir bräuchten tatsächlich ein paar Sachen. Ich schick dir eine WhatsApp, in Ordnung? Ja, ist gut. Ach, die WhatsApp ist da. Hallo Peterle, wir brauchen Butter, Milch, Brot, Käse und Tomaten. Danke. Wieso nennt sie mich immer Peterle? Ich fahr mal einkaufen, wer kommt mit? Ich möchte mit. Ich nicht. Okay, dann los geht's. Für Oma und Opa müssen wir auch ein paar Sachen einkaufen. Wieso, sind sie krank? Nein, aber sie sollen möglichst nicht krank werden. Wegen Corona? Ja, weißt du, Anna, bei älteren Menschen, da verläuft das Virus manchmal nicht so harmlos und sie müssten dann vielleicht ins Krankenhaus. Das wollen wir doch verhindern. Ach so, dann lass uns losfahren. Ach Peter, ich wollte heute noch einen Kuchen backen. Kannst du mir Mehl und Eier mitbringen? Mach ich. Jetzt noch Mehl. Und jetzt noch Mehl für den Kuchen. Hey, lassen Sie los, das ist meine Packung. Von wegen, ich war schneller. Waren Sie nicht? War ich wohl, so eine Frechheit. Wie sehen Sie denn überhaupt aus? Was meinen Sie? Naja, in dem kurzen Kleid kein Wunder, dass wir hier alle krank werden. Hä? Sind Sie komplett blemblem? Na sagen Sie mal, werden Sie jetzt hier nicht beleidigend, ja? Und das ist meine Mehlpackung, geben Sie sie jetzt her. Nein, tue ich nicht. Ich war schneller und die Packung gehört mir. Entschuldigung, dürfte ich hier mal durch? Aber sicher, bitte. Aber... Hey! Ach, wie schön. Habe ich noch eine Packung Mehl bekommen, dann kann ich morgen Heinz Eierkuchen machen. Hä, wo ist denn das ganze Mehl hin? Entschuldigung, ich wollte gerne Mehl kaufen, aber hier ist keins. Haben Sie die Regale umgestellt? Nein, haben wir nicht. Das Mehl ist ausverkauft. Wie ausverkauft? Ja, die Leute hamstern Lebensmittel. Wie hamstern? Was heißt das? Das sagt man so, weil Hamster ihr Essen in die Backen stopfen, damit dann in ihre Höhle laufen und dort wieder ausspucken und es für später aufbewahren. Und warum machen sie das? Wegen dem Coronavirus? Keine Ahnung, warum Leute Lebensmittel hamstern. Man sollte zwar etwas im Vorrat haben, aber man braucht keine riesigen Mengen davon. Bei uns in Deutschland kriegen wir ja alles. Naja, egal. Dann gibt es wohl keinen Kuchen. So, jetzt rufe ich Oma an und sag ihr, dass die Sachen vor der Tür stehen. Ja, hallo? Ja, hallo, ich bin's, Peter. Oh, hallo, Peter. Ich stehe vor eurer Haustür mit den Einkäufen. Ich stelle sie jetzt hier ab, dann brauchst du die Tür nicht aufzumachen. Ah, ja, ist gut. Vielen Dank. Gern geschehen. Wenn ihr noch was braucht, dann sagt Bescheid. Ja, machen wir. Tschüss. Tschüss. Da ist ja Oma am Fenster. Hallo, Oma. Wir sind wieder da. Ihr müsst euch die Hände waschen, wenn ihr nach Hause kommt. Ja, Greta, du hast vollkommen recht. Komm, Anna, dann waschen wir uns als erstes die Hände. Habt ihr kein Mehl gekauft? Nein, war ausverkauft. Was? Wirklich? Ja, war alles weg. Tja, dann gibt's wohl erstmal keinen Kuchen. Schade. Naja, egal.
Es folgt eine Eilmeldung. Um das Coronavirus einzudämmen, werden alle Schulen und Kitas für die nächsten 3 Wochen geschlossen. Bleiben Sie möglichst zu Hause und beschränken Sie Ihre Einkäufe nur auf das Nötigste. Die Schule wird geschlossen? Und der Kindergarten? Tja, sieht ganz so aus. Juppi, ich freue mich! Und warum? Ich dachte, das Virus ist nicht so schlimm. Ist es auch nicht, aber wenn ganz viele auf einmal krank werden, wird das schon problematisch. Stell dir vor, es werden ganz viele Lehrer krank. Wer soll dann unterrichten? Schulfrei wegen Corona? Das ist ja cool, dann haben wir voll lange Ferien, juhu! Na, freu dich mal nicht zu früh. Wenn die Schule ausfällt, werde ich dir wohl Unterricht geben. Ich wollte schon immer mal Lehrer sein. Darf ich auch mit Schule spielen? Gerne. Und die Handys legen wir bitte sofort weg. Oh Mann. Habe ich hier irgendwelche Beschwerden gehört? Das gibt eine Extraaufgabe. Nein. Hier habe ich 2 Zettel mit Aufgaben verbreitet. Einen für dich, Anna, und einen für dich, Greta. Boah, das ist ja viel schwerer als in der Schule. Bitte, Corona, verschwinde ganz schnell. Hallo, liebe Familie Jansen-Fans. Seht ihr mich, wenn ihr mich seht? Ich glaube ja, ihr seht mich sowieso nicht. Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, uns nächste Woche wieder einzuschalten und uns zu abonnieren. Eure Familie Jansen. Tschüss.